Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich jetzt mal nach und nach alle verschiedenen Fahrmodi von meiner Z900 testen. Ich bin echt mal gespannt, was das so an sich für einen Unterschied macht. Ich bin jetzt hier erstmal im Road-Modus. Im Road-Modus ist es ja quasi so, die Maschine hat auch 125 PS. Die Leistung kommt aber verteilter aus Drehzahlband und die Traktionskontrolle ist halt stärker eingestellt. Wie ihr hier seht, die Straße ist leicht verdreckt, dementsprechend wird die Traktionskontrolle halt sehr schnell eingreifen. Das Bike fängt ja richtig an zu springen. Also immer so, es will mehr Leistung kommen, aber dann bockt sich das so richtig auf, so boing, boing, boing. Oh, hier ist auch ein bisschen Dreck. So, dann werden wir jetzt hier nochmal 0 auf 100 machen. Okay, Leute, 3, 2, 1, los! Alter, die Traktion, ne, die kickt so heftig rein im Road-Modus. Das ist geisteskrank, wirklich. Also das Motorrad fängt die ganze Zeit so an zu hüpfen, einfach wegen der Traktionskontrolle. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Sportmodus. Erstmal das erste Ansprechverhalten hier. Okay, also die Traktion, die merkst du gefühlt gar nicht. Von der Leistungsentfaltung an sich habe ich jetzt eigentlich keinen großen Unterschied gespürt. Es kann auch sein, dass ich mich täusche, ich weiß es nicht genau. Dann bin ich erstmal aufs 0 bis 100 gespannt, wenn ich es irgendwo hinkriege. Ja, komm, fahren wir hier immer lang. Hoffentlich geht es hier halbwegs geradeaus. So, hinter mir kommt keiner. Dann einmal schnell 0 auf 100. 3, 2, 1. Boah, mein Vorderrad ist abgehoben, ey. Vielleicht muss ich einfach weiter nach vorne lehnen. Oder sonst gehen wir erstmal weiter in den Regenmodus. So, jetzt haben wir hier den Regenmodus. Da haben wir offiziell, lass mich nicht lügen, irgendwie 70 PS oder so, glaube ich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man das so merkt. Weil merken wirst du es ja auf jeden Fall. Die Frage ist, wie stark. Was ist das denn? Das fühlt sich ja gerade so langsam an. So obenrum fehlt einfach dieser Schub nach vorne. Also an sich, die Drehzahl und so bleibt alles gleich, aber obenrum dreht der Motor einfach nur noch hoch. Aber irgendwie kommt keine Leistung, so als wenn das Bike einfach gedrosselt wäre, ne? Lass mich nicht lügen, mit 70 PS oder wie viel die Maschine so hat, geht die immer noch gut nach vorne, ne? Also, aber jetzt im direkten Vergleich ist das natürlich schon mau. Kann man nicht anders sagen.
Ja, okay. Das ist ja gar nichts. Fühlt sich echt langsam an im Vergleich. Ja, komm, und dann gehe ich jetzt hier mal in den Rider-Modus, wo die Traktionskontrolle und so weiter aus ist. Da bin ich echt mal am meisten gespannt drauf. Den habe ich nämlich wirklich noch gar nicht getestet. Ich hoffe, dass ich jetzt im passenden Power-Mode bin. Ich bin gerade im Power-Mode F. F steht, denke ich mal, für Full. Also jetzt habe ich hier wirklich die volle Leistung, ohne irgendwelche Assistenzsysteme. Dementsprechend sollte die Maschine jetzt ja eigentlich ordentlich nach vorne schießen. Oder jetzt sind wir unten raus von 50. Grad von 50 bis 130. Ja, okay, ich bin ehrlich. Jetzt zum Sportmodus merkst du gar nicht mal so einen großen Unterschied. Ja, komm, dann jetzt hier einmal 0 auf 100. Dann direkt jetzt hier im vollen Rider-Modus. Also hier müsste es am schnellsten sein, die Maschine. Ich hoffe, dass ich den Hahn voll aufgedreht habe. Ich meine aber schon. So, irgendwie untenrum ist halt immer so eine Sache, ne? Also ich meine, damals habe ich die Maschine so in ungefähr 3 Sekunden auf 100 bekommen. Aber untenrum ist es halt wirklich nicht ganz einfach, den Hahn komplett aufzudrehen, ohne dass das Vorderrad halt abhebt, ne? Das ist halt immer so das gewisse Risiko dabei. Ja, komm, gehe ich mal wieder in den Sportmodus. Den finde ich dann doch irgendwie am besten. So, dann hast du noch ein bisschen Traktion. Das ist ja meistens auch nie verkehrt. Aber halt auch nicht zu viel Traktion. Weil zu viel Traktion ist halt auch nervig, ne? Ne, weil so jetzt im Rider-Modus, ohne Traktion, ohne alles, ja, da weiß man ja nie, ne? Kann ja auch mal sein, wenn wirklich mal irgendwo blöd Dreck oder so auf der Straße liegt, dass du dann wegrutscht oder so. Und das hast du halt im Sportmodus jetzt nicht so extrem. Ja, genau. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war's doch mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.